Greg aus Captain Future, Data aus Star Trek oder R2-D2 aus Star Wars. All diese Roboter sind zwar noch nicht dabei, aber es ist schon beeindruckend, was man in Ulm aktuell in der Sedelhof-Passage anschauen kann. Drei Roboter fahren da selbstständig durch die Gegend, zwei reinigen den Boden, einer trägt Lasten. Nennen wir sie mal Cordula, Linda und Andy. Die Roboter weichen aus, wenn man im Weg steht, und sie machen auch einen ganz putzigen Eindruck. Die Firma Atlatus Robotics aus Ulm hat Cordula, Linda und Andy gebaut. Sie sind Teil einer Studie des Ulmer Zentrums zur Erforschung der Mensch-Roboter-Interaktion im öffentlichen Raum, kurz ZEN-MRI. Der Unipsychologe Johannes Kraus ist Projektleiter des Teams Mensch-Roboter-Interaktion der Uni Ulm, das die Studie durchführt. Wir möchten eben herausfinden, wie Menschen und Roboter in der Zukunft im öffentlichen Raum ja positiv zusammenleben können, wie eben ja der Gewinn der neuen Technologie, also der Roboter, für die Gesellschaft auch maximal sein kann und gleichzeitig, dass sie auch ein ja menschenfreundliches Design haben im Sinne von einer menschenfreundlichen Interaktion, vertrauenswürdig, akzeptabel und auch, dass Menschen, die auf irgendeine Weise eingeschränkt sind, als zum Beispiel die sehbehindert sind oder blind sind, auch Teilhabe haben können an dieser neuen Technologie. Etwa 80 Menschen nehmen in dieser Woche an der Studie teil. Wir haben da eben die breite Bevölkerung auch angesprochen. Das heißt, jeder kann im Prinzip teilnehmen, jeder und jede. Und insbesondere haben wir auch nochmal ein Augenmerk auf Personen mit Seheinschränkungen, Geheinschränkungen oder blinde Personen oder aber auch ältere Menschen oder Kinder, die nochmal andere Anforderungen an die Mensch-Roboter-Interaktion haben. Für ein Date mit R2-D2s Vorfahren kann man sich auch noch anmelden. Im Laufe dieser Woche kann man noch teilnehmen und kann sich online anmelden. Und es wird im Verlauf der nächsten 3 Jahre auch noch weitere Studien geben. Das heißt, wenn man den Link anklickt, der beispielsweise auf den Flyern oder Plakaten, die in der Stadt ausliegen, auch per QR-Code aufgedruckt ist oder, wie ich gesehen habe, auch auf der Donau3FM-Webseite zu sehen ist, da kann man eben für diese Woche noch Termine machen oder sich auch registrieren, für in der Zukunft an Studien teilzunehmen. Wie reagieren denn die Menschen auf die Maschinen? Meine subjektive Wahrnehmung ist jetzt noch nicht irgendwie auf Grundlage von Auswertungen oder sowas. Muss ich sagen, dass die Leute sehr, sehr interessiert sind, auf jeden Fall sehr offen sind. In Ulm kennen ein paar Leute diese Roboter auch schon, weil die ja teilweise im Parkhaus auch schon eingesetzt werden und so. Und weil jetzt die Presse ja auch drüber berichtet. Sind sehr aufgeschlossen, so meine Wahrnehmung. Aber auch, sagen wir mal, bedacht darauf, Input zu geben. Das merkt man schon richtig. Die Probanden und Probandinnen nehmen das schon auch ernst, dass sie hier jetzt die Rolle haben, quasi auch die Zukunft mit zu beeinflussen. Das merkt man schon, dass sie auch Spaß daran haben. Was interessiert Sie denn persönlich an der Arbeit mit Menschen und Robotern? Mich interessiert schon immer, die Potenziale von Technologie auch positiv zu nutzen in der Gesellschaft. Also gerade Roboter oder autonomes Fahren oder KI birgt ja auch viele positive Potenziale. Und wenn man eben versucht, auch bei der Entwicklung eben den Menschen gleich in den Fokus zu rücken, dann bin ich schon fest davon überzeugt, dass Technologie was sehr, sehr Positives sein kann. Und auch man kann eben mit der psychologischen Brille auf dieses Thema eben da auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft der Zukunft halt ein positives Zusammenleben zwischen Mensch und Technik erlaubt. Neben einer Sympathie für Roboter gibt's ja auch die Angst vor dem Neuen. Was sagen Sie zum Beispiel den Menschen, die auch Angst haben, zum Beispiel, dass ihnen Roboter vielleicht den Arbeitsplatz wegnimmt? Im Falle von den Arbeitsplatzverlusten bin ich eigentlich der Meinung, dass Roboter Menschen auch von sehr belastenden oder ja stupiden Tätigkeiten entledigen können und somit halt auch dazu beitragen können, dass vielleicht Teile der Arbeit der Zukunft auch ein bisschen menschenfreundlicher gestaltet sind. Und zudem ist es auch so, wenn man jetzt mit den Einsetzern oder Einsetzerinnen hier spricht aus der Stadt Ulm, sagen die eigentlich, es ist sehr, sehr schwer, überhaupt Leute zu finden, die den Boden reinigen wollen. Im Endeffekt sind dann auch froh, dass die Roboter den Job übernehmen können. Also keine Panik. Kommt her, kommt in die Sedelhof-Unterführung. Im besten Fall meldet ihr euch vorher online an. Dann habt ihr auch einen festen Termin. Könnt auf jeden Fall teilnehmen. Ja, kommt her, schaut euch die Roboter an. Könnt ihr natürlich auch so machen, wenn ihr nicht bei der Studie teilnimmt. Vielen Dank, Johannes Kraus, Projektleiter des Teams Mensch-Roboter-Interaktion der Uni Ulm, das aktuell eine Studie in der Ulmer Sedelhof-Passage durchführt. Und wer weiß, vielleicht stehen da ja irgendwann auch mal Greg Data und R2-D2 zum Plausch bereit. Ich bin Paolo Percoco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.